Jetzt kommt noch was. Da kommt der 4-4er fliegend wieder. Halli, hallo, hallöle. Willkommen zurück zu Magic Duels. Und ja, wir machen einfach da weiter, ne? Wo wir aufgehört haben. Das Finale ist nah. Langsam geht's zum Ende. Du kehrst zum Anwesen deiner Familie zurück, das in Trümmern liegt. Es dauert nicht lange und du spürst etwas. Du wirst beobachtet. Dutzende Augenpaare, Rabenaugen, schwarze Federn wirbeln durch die Luft. Als sich ein Schwarm von Vögeln zusammenrottet und die Gestalt des Mannes annimmt, der dich dazu gebracht hat, deinen eigenen Bruder mit einem Fluch zu belegen. Bitte. Gut. Der Rabenmann. Ich hab nicht mal einen Sumpf. Egal. Hier, das haben wir. Oh. Egelbefallener Sumpf. Ich hätte vielleicht nochmal eine neue Hand wählen sollen, ne? Versunkene Katakomben. Aber da kommt auch noch nichts. Gut. Dann schlürfen wir uns hier so ein bisschen durch. Und hoffen mal, dass wir das irgendwie schaffen. Blau. Ich greif mal an. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Also greifen wir mal an. Gut. Ein Lebenspunkt schon mal weg. Hauptphase. Jetzt kommt was. Ah, fliegend. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass hier geblockt wird, ist da, klar. Aber ob man es macht. Ist dann halt immer so die zweite Sache. Man will ja dann doch lieber angreifen. Geh weg. Halt, abbrechen. Nicht die, sondern geh weg und tschüss. Den 4-4er kann ich ja mal gar nicht gebrauchen da. Der 2-2er ist ja schon ein bisschen nervig. Du kontrollierst die verzauberte Karte. Ist klar. Warum kriege ich jetzt keine... Sümpfe mehr. Da krieg ich denn nur noch Sümpfe.
Das bringt mir ja auch nichts hier, ne? Ja, jetzt gehe ich langsam unter. Weil auch alles nur so teure Karten kommen. Ich fange nochmal neu an. Es geht nämlich gerade gar nicht. Warum soll ich das jetzt noch länger, noch in die Länge ziehen, wenn ich schon sehe, dass das nichts wird, ne? Das macht gar keinen Sinn. Also erstmal gucken, was haben wir für Karten auf der Hand. So, die können wir behalten. Da macht es wenigstens auch noch Sinn. Dann kann ich mich gleich schon die schwarze Katze rausholen. Oder auch den schlürfenden Ghoul. Das ist ja im Prinzip egal hier. Kommt sowieso getappt ins Spiel. Und angreifen kann ich so oder so nicht. Und vom Gegner wird da auch nichts gleich kommen. Außer ein Fliegen. Mal wieder. Und dann kann ich jetzt schon mal für 2 angreifen. Er kann. Bringt das Blocken nichts, ne? Er kann mich nicht tot machen. Zu einem Flieger. Und ich würde ihn tot machen. Weil der Katze wäre, sondern wären beide tot, aber. Wenn er blocken würde. Ich kann ihn nicht blocken. Aber so juckt es ihm ja eigentlich relativ. Erstmal. Was so? Naja, okay. Tschüss. Dann halt später. Wir haben ja noch von den Toten auferstehen. Was denn jetzt? Boah, wahrscheinlich die hier. Ich hoffe mal, jetzt kommen mal wieder Sümpfe. Also bei den Sümpfen hapert's immer. Und der hat dann immer irgendwie gerade die Karten da, die er braucht. Der Rabenmann. Ah, nee, da kommt nichts. Unverwüstlich heißt, wenn solange da noch keine Marke drauf liegt, kommt die Karte wieder mit einer Marke. Im Prinzip ein zweites Leben. Und dann stärker. Was so? Weil so geht's ja auch. Ich glaube, wir sind wieder zurück. Hoffen wir es wenigstens. Ich kontrolliere 5 Sümpfe. Das kann ja nochmal vom Vorteil sein.
Fliegende kommt noch durch, das ist klar. Aber jetzt ist die Frage, kommt noch was? Nein. Nichts gezogen. Vielleicht nur irgendwelche komischen Zauber da, um was zu neutralisieren. Ja, das kennen wir schon. Spielen wir einfach wieder so. Und das gleiche noch einmal. Noch 6 Lebenspunkte. Jetzt kommt noch was. Da kommt der 4-4er fliegend wieder. Und so muss man sagen, er kann auch nur einen blocken, wenn ich vorher mit vielen durchkomme. Übrigens ihm das ganze Geblocke auch nichts. Ja, ein Lebenspunkt sollte durchkommen. Ende. So einfach geht's. Als sein Sieg schon zum Greifen nahe ist, verschwindet der Rabenmann genauso plötzlich, wie er schien es. Die Vögel stieben in alle Richtungen davon und du bietest all deine dunkle Magie auf, um sie zu vernichten. Der Rabenmann überlebt, du bist erschöpft und von den Strapazen gezeichnet. Und jetzt sind wir hier auch schon beim letzten. Liliana beim letzten und Chandra beim letzten. Das heißt, jetzt können wir hier noch, ja, wir haben noch Zeit, noch anfangen. Jahrzehnte sind vergangen, seitdem du das erste Mal eine andere Welt bereist hast. Du wirst älter und musst dir eingestehen, dass deine nekromagischen Kräfte das Schreckgespenst des Todes nicht für immer abhalten können. Du bist besessen von der Idee, dein Leben auf ewig zu bewahren. Kein Preis ist zu hoch, und so strebst du einen Pakt mit 4 uralten Dämonen an. Wow. Dämonischer Pakt. Liliana muss alle 4 Dämonen in Folge besiegen, um sich ihren dämonischen Pakt zu verdienen. Sowie ein Dämon fällt, erhält Liliana dessen Kräfte. Okay. Die behalten wir. Typhusratten mit Todesberührung. Brauche ich nicht spielen. Ist klar, wenn ich den berühre, sind beide tot. Also beziehungsweise meiner tot. Wenn er mir Schaden macht. Macht er ja bei einem. Steht hier auch nochmal dran. Ne? Hier steht es übrigens genauso wie bei Hex Shards of Fate, wo ich mir mal gewundert habe, ne? Warum es so komisch steht. Eine beliebige Menge Schadenspunkte, die sich einer Kreatur zufügen, sind ausreichend, um diese zu zerstören. Da steht es im Prinzip genauso komisch drin. Ob ich das hier gleich beim ersten Mal schaffe? Irgendwie gehe ich noch nicht davon aus.
Kind der Nacht mit Lebensverknüpfung, um wieder Lebenspunkte reinzuholen, ne? Nachtdiamanten-Artefakt. Ja, ein bisschen auf Rückhaltung gerade, ne? Aber ich merke schon, das wird so oder so nichts, selbst wenn ich jetzt hier mich zurückhalte. Das muss ich entscheiden, wie helfen. So steht's da. Ja, es reicht. Die muss erstmal weg. Todesbüro, nochmal die Ratten, okay. Mit Korruption warte ich noch. Genauso mit dem Angreifen. Ich spiele so ein bisschen vorsichtig. Okay, ist einfach nur um zwei Karten noch zu ziehen. Sechs fliegend.
Metall. Das reicht es ja noch nicht mal. Boah. So nervig. Ja. Wow. Verkackt. Aber irgendwie, glaube ich, ist das hier alles möglich. Habe ich das Gefühl. Auch wenn es eng war jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach an dieser Stelle wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Sonst, ne, bei Tipps, Tricks, gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.